أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبا القاسم المصطفى محمد بن عبد الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين Liebe Geschwister, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Der Friede sei mit Hussein und Ali, Sohn von Hussein, und den Kindern von Husseins und den Gefährten von Husseins. Alhamdulillah. Bevor ich zu meinem eigentlichen Vortrag komme, möchte ich mich ganz herzlich für die Einladung bedanken und ich möchte kurz eine Sache anmerken. Ich habe gerade mit einem eurer älteren Brüder hier gesprochen und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr glücklich, dass wir mittlerweile in Deutschland so weit sind, dass deutschsprachige muslimische Jugendliche eigene Trauerveranstaltungen oder eigene islamische Veranstaltungen zu Ehren der Ahlul Bayt organisieren, ohne dass Erwachsene dass sie alleine entscheiden können, was sie machen und wie sie es machen und dass sie vor allem alles auf deutscher Sprache machen. Also das finde ich sehr, sehr schön und das ist ein Fortschritt, der in den letzten knapp 10 Jahren stattgefunden hat, den sich, glaube ich, kaum jemand von uns hätte erträumen können. Für euch ein Salawat. Bruder Abbas, ne? Der Moderator oder Yassin? Yassin, genau. Bruder Yassin hat schon gesagt, ich habe den Titel Liebe lernen von der Karawane der Liebe gewählt. Wie ihr wisst, wir aus Delmenhorst, wir reden sehr gerne über Liebe, weil Bruder Yavuz uns das so beigebracht hat. Wer ist die Karawane der Liebe? Was meine ich damit, wenn wir von der Karawane der Liebe sprechen? Warum spreche ich überhaupt von der Karawane der Liebe? Warum spreche ich nicht von Imam Hussein selbst, a.s.? Und wie lernen wir von der Karawane der Liebe? Was können wir von dieser Karawane der Liebe lernen? Wie lernt man überhaupt zu lieben? Was für eine Liebe meine ich überhaupt? Wenn wir von ihnen lernen wollen, von den Ashab, von Imam Hussein a.s., von der Familie von Imam Hussein a.s., dann müssen wir uns ihre Charaktere, ihre Lebensläufe anschauen und natürlich auch ihre Handlungen und ihre Heldentaten am Tag von Ashura und auch in den Tagen davor in Karbala. Und wenn wir von ihnen lernen wollen zu lieben, dann müssen wir noch weitergehen. Nicht nur gucken, was sie äußerlich gemacht haben, sondern wir müssen schauen, was sie in ihrem Herzen haben, wie ihre Herzen sind. Und natürlich, wenn wir das tun, wenn wir in ihre Herzen schauen, dann werden wir sehen, dass zwischen den Ashab von Imam Hussein a.s., ich lasse Imam Hussein a.s. ein bisschen außen vor, zum einen, weil er heute nicht mein Schwerpunkt ist. Und zum anderen, weil wenn wir über die Ahlul Bayt reden, kann immer der Einwand kommen, oder gerade auch bei Imam Hussein kann immer der Einwand kommen, ja, die sind doch Masumin, die sind doch fehlerfrei. Deswegen möchte ich heute über die Shuhada von Karbala sprechen, oder ich möchte mich auf sie beziehen, die nicht Masumin sind. Die so sind, wie du und ich auch. Ganz normale Menschen, die einen ganz normalen Lebenslauf hinter sich haben. Also wir gucken, was ist der Unterschied zwischen ihnen, obwohl sie ganz normal sind, zwischen ihnen und anderen Menschen. Was ist der Unterschied zwischen den Ashab von Imam Hussein, also Ahlul Karbala, zu Ahlul Kufa? Ihr wisst, Ahlul Kufa waren diejenigen, also die Einwohner der Stadt Kufa, waren diejenigen, die Imam Hussein a.s. mit Tausenden von Briefen, also es gibt Überlieferungen, in denen von 10.000 Briefen die Rede ist,
nach Kufa eingeladen haben, weil sie ihn als ihren Imam vor Ort haben wollten, um gegen Yazid zu kämpfen. Und weil sie natürlich sich unterdrückt fühlten. Und sie hatten ihn gerufen, aber wer kam von diesen Tausenden, die ihn gerufen hatten, von Ahlul Kufa, wer kam nach Karbala, um Imam Hussein zu unterstützen? Wie viele waren das? Es war eine Handvoll aus Kufa selbst, nur eine Handvoll. Die anderen 1000 sind in Ashura entweder zu Hause gewesen oder sie waren in der Armee von Yazid. Also sie haben Imam Hussein a.s. nach Kufa gerufen, er kam nur bis Karbala, weil man ihm dann den Weg versperrt hatte, und tausende von ihnen waren dann in der Armee von Yazid, um dann gegen Imam Hussein zu kämpfen. Also was muss mit einem Menschen passieren, der seinen Imam ruft und ihn dann später auf so eine Art und Weise verrät? Und die Antwort ist auch hier, wir müssen in die Herzen dieser Menschen schauen. Also wir schauen in die Herzen der Ahlul Karbala und wir schauen in die Herzen von Ahlul Kufa. Und wenn wir in die Herzen von Ahlul Kufa schauen, oder auf, wenn wir hören, was sie gesagt haben, dann gibt es einen berühmten Spruch, auf Arabisch hat er sich sehr stark verbreitet, Kulubuhum ma'ak, walakin suyufuhum alaik. Also, ihre Herzen sind mit dir, O Imam Hussein, aber ihre Schwerter sind gegen dich. Wenn man ein bisschen über diesen Spruch nachdenkt, dann wird man erkennen, dass dieser Spruch Selbstbetrug ist. Man kann nicht im Herzen mit einer Person sein, man kann nicht im Herzen mit dem Imam seiner Zeit sein und sein eigenes Schwert gegen ihn richten. Letztlich, wer sein Schwert gegen den Imam seiner Zeit richtet, dessen Herz ist auch nicht mit ihm. Weil derjenige oder dasjenige, was kämpft, ist nicht das Schwert. Oder nicht der kräftige Körper. Derjenige oder dasjenige, was kämpft, ist das Herz. Das ist wichtig, das ist entscheidend. Und das ist der Hauptunterschied zwischen Ahlul Kufa und Ahlul Karbala. Aber was ist passiert mit den Menschen? Was ist mit Ahlul Karbala passiert und was ist mit Ahlul Kufa passiert, dass sie so einen Unterschied in ihren Herzen hatten? Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Heiligen Koran, und das ist hier, an der Stelle ist es Nabi Ibrahim a.s., der spricht in Surat al-Shu'ara, und erniedrige mich nicht, also er spricht ein Dua zu Allah subhanahu wa ta'ala, und erniedrige mich nicht am Tag, da sie berufen werden, an dem Tag, in dem Besitz nicht nützt und nicht Kinder, außer dem, der mit einem friedvollen oder beziehungsweise mit einem gesunden Herzen zu Allah gekommen ist. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَطَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Also an dem Tag, an dem weder Besitz noch Kinder nützen, außer ein gesundes Herz, mit dem man Allah gegenübertritt. Und was ist ein gesundes, was ist ein Qalb Salim, ein friedvolles Herz? Die Antwort der Imame hierzu ist, es ist ein Herz, in dem nichts ist, außer die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist das Thema, was ich heute besprechen möchte. Ein Herz, in dem der Thron Gottes gefestigt ist, in dem nichts weiter ist als die Liebe zu Allah. Und das ist ein sehr, sehr ausführliches Thema. Und ich bin auch gar nicht geeignet dafür, um so ausführlich darüber zu sprechen, weil das hat sehr, sehr viele Facetten. Wenn man über das Herz sprechen möchte, dann muss man auch über Ruhe sprechen, über die Seele, über den Geist. Dann muss man auch über Nafs, über die Triebseele sprechen und so weiter und so fort. Ich will es heute nicht so kompliziert machen. Ich will ein Thema ansprechen, oder speziell ein Thema ansprechen, was uns sehr stark betrifft. Und das ist die geplante und gewollte Zerstörung unserer Herzen. Die gewollte und geplante Entfernung unserer Herzen von Allah subhanahu wa ta'ala. Die gewollte und geplante Beschmutzung unserer Herzen. Die gewollte und geplante Schwächung unserer Herzen. Und die gewollte und geplante Eroberung unserer Herzen durch
Shayatin al-Jinni wal-Ins, also die satanischen Kräfte von den Jinn und von den Ins, und vor allem von den Menschen möchte ich heute sprechen, von diesen Kräften. Und das sind Dinge, das ist keine Theorie, sondern das passiert schon. Also das ist jetzt nicht, was irgendwie geplant ist und in Zukunft passieren soll, sondern das ist ganz aktuell, das passiert seit Jahrhunderten und das passiert in der heutigen Zeit mehr denn je. Warum spreche ich das an? Warum habe ich das ausgewählt? Sage ich euch gleich, ich muss nur kurz einmal was trinken und bin mit einem Salam. Samahat Imam al-Khamenei hat in seinen letzten Reden sehr stark über dieses Thema gesprochen, unter dem Begriff Soft War, also im Englischen Soft War, im Arabischen Al-Harb al-Na'ima, und wer übersetzt jetzt auf Deutsch? Weicher Krieg, könnte man sagen. Weicher Krieg oder auch, sagen wir, psychologischer Krieg. Oder wir können auch sagen, psychologischer Krieg, ich hatte noch einen anderen, ja genau, man könnte vielleicht auch sagen, kultureller Krieg, könnte man vielleicht auch sagen, Zivilisationskrieg, was auch immer. Also es geht eigentlich letztlich um die Herzen, ein Krieg um unsere Herzen. Und Imam Khomeini weist in letzter Zeit sehr stark auf diesen Punkt hin und warnt vor allem die Jugendlichen vor diesen Aspekten, vor diesem Themenkomplex, vor der Gefährlichkeit dieses Krieges. Warum ist dieser Krieg so gefährlich? Sogar noch gefährlicher als Militär, als Krieg mit militärischen Mitteln, also als Krieg mit Waffen. Warum? Weil wenn ich in einem militärischen Krieg bin, in einem militärischen Konflikt, dann sehe ich meinen Feind. Also dann kann ich meinen Feind sehen, sei es mit Nachtsichtgeräten oder sei es tagsüber mit Radar oder wenn ich Speer aussende und so weiter und so fort. Meinen Feind kann ich sehen, ich kann sagen, okay, da ist er, da können wir sozusagen hinschießen im Krieg. Der Krieg um die Herzen läuft so, dass der Feind faktisch unsichtbar ist. Wir sehen den Feind gar nicht richtig, obwohl er da ist, aber wir sehen ihn nicht als Feind an. Das ist das Gefährliche an dem Krieg. Und das ist das, was auch im Koran sehr ähnlich beschrieben wird. Und zwar einmal dieses Militärische, was man ja auch im Islam als Jihad al-Aswar, also als kleineren Jihad bezeichnet. Und dann dieses geistige, kulturelle, psychologische, dieser Kampf gegen Shaitan, gegen Satan und von Jinn und von Ins. Und Satan sagt im Koran zu Allah, ich werde deine Diener von vorne angreifen, von hinten, von links, von rechts, von oben, von unten. Und das ist dieser Krieg. Also er wird unsere Herzen angreifen. Und deswegen der Kampf in diesem Krieg um sein eigenes Herz gegen den shaitanischen Feind bezeichnet Rasulullah als Jihad al-Akbar, als größeren Jihad, als schwereren Jihad. Ihr kennt die Geschichte, eine Gruppe der Muslime kam aus dem Kampf zurück und war glücklich, diesen Kampf gewonnen zu haben. Und sie kamen zu Rasulullah und Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam gratulierte ihnen zum Sieg dafür, dass sie Jihad al-Asra gemacht haben, dass sie den Islam und die Muslime verteidigt haben. Aber er sagte ihnen, so, habt ihr gut gemacht, jetzt kümmert euch um eure Herzen, macht Jihad al-Akbar. Das ist das Thema der aktuellen Zeit. Soft War, also weicher Krieg. Und das ist nicht nur von Imam Khamenei angesprochen, sondern das ist auch von unseren ehrenwerten Gelehrten in Libanon angesprochen. Und deswegen halte ich das auch für wichtig, dass wir dieses Thema auf uns in Deutschland beziehen und in Deutschland oder in Europa gucken, wie uns das betrifft. Und das betrifft uns in sehr heftiger Weise. Sehr, sehr heftiger Weise. Denn die Ziele dieses Soft War, also dieses weichen Krieges, sind Schwächung jeglicher Religiosität bei den Jugendlichen, jeglicher Spiritualität bei den Jugendlichen. Das alles soll geschwächt, sogar abgetötet werden. Weisheit soll geschwächt werden, Glauben soll geschwächt werden, Wissen soll geschwächt werden, Erkenntnis soll geschwächt werden, Weitsicht soll geschwächt werden. All das sollen Jugendliche, sollen Menschen im Allgemeinen, aber vor allem Jugendliche nicht haben. Warum Jugendliche? Weil sie sich in einem Alter der Entwicklung befinden. Denn wenn man einen Menschen in einem Alter, in der Pubertät angreift, kann man ihn noch formen. Die Pflanze, der Baum ist noch jung. Ist noch eine junge Pflanze.
wenn der Mensch etwas älter ist, dann kann man nicht mehr so viel ausrichten. Also Zielgruppe ist Kinder und Jugendliche. Und vor allem Jugendliche. Wer steckt dahinter? Wer steckt hinter dem Krieg? Wer führt diesen Krieg gegen uns, gegen unsere Herzen oder um unsere Herzen? Kapitalisten, Großunternehmen, Großunternehmen, ich muss jetzt keine Namen nennen, sonst sagt mir noch jemand, ich mache Schleichwerbung. Ich sage einfach Großunternehmen. Große, mächtige Weltkonzerne, sei es in der Nahrungsindustrie, sei es in der Modeindustrie, sei es in der Medienindustrie, Musikindustrie, was auch immer. Große Weltkonzerne führen diesen Krieg. Zionisten, also Anhänger von Israel, unterstützen diesen Krieg. Das sind so die beiden Hauptgruppen, die diesen Krieg führen. Also, wenn man das kurz sagt, offensichtliche Feinde des Islams und jeglicher Religion, die hassen nicht nur Islam, die hassen jegliche Religion. Und warum hassen sie jegliche Religion und vor allem Islam? Also sie hassen vor allem Islam, weil der Islam ist, oder weil der Islam die einzige Ideologie in der heutigen Zeit ist, die den Kapitalisten sich noch entgegenstellen kann. Die einzige Religion, die mit Wahrhaftigkeit sich gegen Kapitalismus, also gegen die Herrschaft des Geldes, gegen die Herrschaft der Geldgierigen wehren kann. Weil es eine Ansicht zur Wirtschaft und Mensch hat, die keine andere Ideologie hat. Das ist auch ein Thema eigentlich für sich. Aber warum führen sie diesen Krieg? Also was ist ihnen? Sie haben diese Ziele, aber warum haben sie diese Ziele? Sie haben diese Ziele, damit sie die Menschen gefügig machen können. Damit der Mensch konsumiert. Weil Konsum ist für sie ihr Reichtum und ist ihre Macht. Wenn wir kaufen, 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 wenn wir ihren Ideen hinterherlaufen, sind wir abhängig von ihnen und sie können uns formen, wie sie wollen. Denn letztlich wollen sie keine Menschen, keine freiheitlichen, keine vernünftigen, keine gerechtigkeitsliebenden Menschen, sondern sie wollen Sklaven. Sie wollen ihre Sklaven. Sie wollen, dass wir ihre Sklaven sind und das machen, was sie wollen. Und warum wollen sie, dass wir das machen, was sie wollen? Weil sie das brauchen. Sie sind selbst, sie haben sich selbst Scheitan ergeben. Sie sind Diener von Scheitan, sind nicht Diener von Allah. Es gibt einige von ihnen, die sagen, wir kämpfen für Gott, für Gerechtigkeit. Dazu komme ich gleich nochmal zu diesem Punkt. Aber sie sind Diener von Shaitan. Sie sind die Shayatin ul-Ins. Das ist kein Märchen, was im Koran steht, sondern das ist Tatsache. Es gibt Shayatin ul-Ins. Menschliche oder Satane im Menschenkleid sozusagen. Und sie wollen über uns herrschen und sie wollen uns unterdrücken, um ihre eigene Macht zu festigen. Sie sind so gierig, hunderte Milliarden auf ihren Konten, das reicht ihnen nicht. Sie wollen noch mehr. Sie wollen immer noch mehr. Und dazu müssen sie uns gefügig machen, damit sie uns so unterdrücken können, wie sie wollen und uns so formen können, wie sie wollen. Und ich sage noch einmal, ich führe jetzt hier keine Beweise auf, ich sage jetzt nicht, das könnt ihr da und da nachlesen, das können wir alle im Internet nachlesen. Das sind auch keine Sachen, die ich mir ausdenke, sondern das sind Sachen, wenn ihr unsere Gelehrten anhört, dann werdet ihr das von denen hören. Wenn ihr im Internet ein bisschen nachlesen, werdet ihr das dort finden können. Und wenn ihr ein bisschen nachdenkt, werdet ihr das auch verstehen. Und wahrscheinlich ist das für viele von euch auch gar nicht neu. Und wenn es nicht neu ist, dann habe ich euch ein bisschen daran erinnert. Und mich auch. Also schadet es letztlich nicht. Also sie wollen uns beherrschen, damit sie ihre Macht ausüben können. Diese Großkapitalisten, diese Zionisten, diese Imperialisten, die vor allem in den USA und Großbritannien sitzen. Sie wollen unsere Herzen. Aber was stört sie eigentlich daran? Was stört sie eigentlich daran, wenn der Mensch religiös ist, spirituell ist? Natürlich, in erster Linie stört sie daran, wenn ein religiöser Mensch, ein spiritueller Mensch, hat nicht als oberstes Ziel, immer dem Trend der Zeit hinterherzulaufen, immer die modischste Kleidung zu tragen, die modischste Haarfrisur, die neuesten Schuhe von bestimmten Firmen oder was auch immer zu haben. Das ist nicht das Ziel eines spirituellen Menschen. Also, was stört sie dann im Umkehrschluss? Sie stört, wenn wir einmal nicht konsumieren, wenn wir einmal nicht ihren Zielen folgen, aber sie stört noch viel mehr, oder ich gehe mal einen Schritt zurück,
Das war vielleicht schon ein bisschen zu schnell. Wenn ein Mensch zu Hause religiös ist, zu Hause betet und fastet und gut zu seinen Eltern ist und so weiter und so fort, das interessiert die gar nicht. Das sehen wir auch in der Geschichte. Sie haben muslimische Herrscher zugelassen, sie haben islamische Herrschaften zugelassen. Sie haben auch zugelassen, dass man Ashura begeht und so weiter und so fort. Das stört sie nicht, wenn man so privat religiös ist. Was sie stört, ist, wenn man aus seiner Religiosität heraus, aus seiner religiösen Ideologie heraus politisch aktiv wird, seine Religiosität nach außen bringt. Wenn man auf Basis seiner Religiosität sich für Gerechtigkeit einsetzt, sich für Unterdrückte einsetzt. Und wer sich für Gerechtigkeit einsetzt, sich für Unterdrückte einsetzt, der setzt sich im Gleichschritt gegen diese Mächte ein. Das ist ein Gleichschritt. Und wenn man sich gegen diese Mächte einsetzt, dann hat man sie zum Feind. Wenn man sie bekämpft, egal ob man jetzt in einer Region lebt, wo man den Einfluss dieser Mächte militärisch bekämpfen muss, oder ob man in Deutschland lebt und den Einfluss dieser Mächte auf spiritueller Ebene bekämpfen muss, auf medialer Ebene, auf politischer Ebene, auf gesellschaftlicher Ebene bekämpfen muss. Seid gewiss, ein solcher Majlis hier, eine solche Veranstaltung von Jugendlichen in einem Raum, in einer Moschee in Deutschland, auf deutscher Sprache, auch wenn sie euch noch so viel erzählen, wie schön sie es finden, dass auf Deutsch und Integration und so weiter und so fort, nach außen hin, ihre Herren hassen das. Sie hassen das. Sie wollen das nicht, dass Gruppen, muslimische Gruppen sich öffentlich versammeln und versuchen spirituell zu sein. Und sie hassen das, wenn in diesen Majalis und gerade in diesen Veranstaltungen für Ali Abdullah und Hussein zu Ashura, sie hassen das, wenn in diesen Veranstaltungen über Unterdrückung gesprochen wird. Über heutige Unterdrückung. Über Gerechtigkeit. Über Einsatz für Gerechtigkeit. Sie hassen das, wenn in so einer Veranstaltung über Palästina, über Bahrain, über Jemen, über Syrien und so weiter gesprochen wird. Sie wollen das nicht. Und sie haben das auch geschafft. Sie haben auch geschafft, dass die Trauerveranstaltungen für Abu Abdullah Hussein a.s. unpolitisch geworden sind. Völlig unpolitisch. Wo es nur noch darum geht, du wirst belohnt, wenn du weinst und so weiter und so. Natürlich, wir sollen weinen, wir sollen trauern. Aber diese Tränen, dieses Weinen, muss für uns Reinigung sein, muss für uns Stärkung sein, dass wir aus dem Majlis rausgehen, aus diesem Majlis rausgehen und uns für Unterdrückte einsetzen, für Gerechtigkeit einsetzen. Ich weiß, dass ihr sozial sehr aktiv seid. Das ist ein Mittel. Soziale Aktivitäten in dieser Gesellschaft, sich für Ältere einzusetzen, für Kinder und so weiter, das ist sehr, sehr wichtig, so etwas. Und das ist ein Thema, das sind Themen, die von anderen Jugendlichen sehr vernachlässigt werden. Dieser Einsatz für andere Menschen. Also wenn wir sagen, was stört sie am meisten, dann ist es dieser Einsatz für Unterdrückte, der sie am meisten stört. Sei es hier in Deutschland oder sei es in Europa oder in der gesamten Welt. Und sie haben es geschafft und sie sorgen auch dafür, dass Jugendliche weitestgehend genau dies nicht mehr tun. Also genau gegen Unterdrückung, für Gerechtigkeit sich nicht mehr einsetzen. Gerade die heutige Jugend. Wobei man sagen muss, ich habe vor kurzem eine Studie gelesen, wobei man sagen muss, dass die Jugendlichen jetzt doch wieder ein bisschen die Kurve kriegen und sich doch wieder mehr für Politik interessieren als noch vor 10 Jahren. Aber das ist längst noch nicht so wie vor 30, 40 Jahren in diesem Land. Ich war selbst noch nicht geboren. In den 80ern haben hier noch Hunderttausende, haben hier noch Millionen für Gerechtigkeit demonstriert auf der Straße. Sie haben dagegen demonstriert, dass die Amerikaner hier in Deutschland Atomraketen lagern. Heute, wenn man dieses Thema erwähnt, dann wird man ausgelacht, wenn man diese Themen erwähnt. Aber vor 30 Jahren haben die Menschen hier noch zu Hunderttausenden dagegen demonstriert und es gibt Bilder von diesen Demos und Videos und so weiter und so fort. Was ist passiert? Was ist passiert mit den Jugendlichen, mit den Menschen in diesem Land? Sie reden
Ich gehe mal einen Schritt weiter. Sie reden von Freiheit. Sie setzen sich für Freiheit ein, aber letztlich wollen sie nur, dass man die Gesetze Allahs nicht einhält. Sie reden von Selbstverwirklichung und letztlich wollen sie aber nur Familie und Ehe zerstören. Allah subhanahu wa ta'ala möchte Menschen, die sich für andere Menschen einsetzen, solidarische Menschen. Menschen, die sich gegenseitig helfen. Sie aber wollen Menschen, die individualistisch sind, die ihren eigenen Interessen nur folgen, die egoistisch sind. Allah subhanahu wa ta'ala möchte, dass man ihn liebt und durch seine Liebe die Menschen liebt, also Nächstenliebe, auslebt. Sie aber möchten, dass man nur sich selbst liebt, beziehungsweise nur seine eigenen Leute, also nur seine Familie, dass man sich nur um seine Familie kümmert, wenn überhaupt, oder nur um seine Gemeinde, oder nur um sein Volk, nur um sein Land, nur um seine Konfession. Sie möchten, dass die Schia sich nur um Schia kümmert. Und das haben sie auch schon geschafft, dass die Schiiten schon so denken, viele Schiiten schon so denken, was interessieren mich andere Muslime? Hauptsache, ich setze mich für Bahrain ein, für die Schia in Bahrain, für die Schia in Jemen, für die Schia in Syrien. Was interessieren mich die Sunniten in Palästina? Das haben sie schon geschafft. Das ist ihr Werk. Das ist ihr Erfolg. Also sie fördern Nationalismus, sie fördern Rassismus und unter Gläubigen, unter religiösen Menschen fördern sie den sogenannten Konfessionalismus. Oder wenn ihr auch auf Arabisch wollt, Takfirismus. Oder wie sagen wir, Taifiya, Mazhab, also sozusagen Mazhabismus, Rechtsschulismus. Bruder Hassan sagt, der gestern hier war, sagt Rechtsschulismus. Also sie fördern, dass man nur an seine eigene Gruppe, an seine eigenen Leute, an sich selbst denkt. Sie wollen nicht, dass man an andere denkt. Und damit zerstören sie nicht nur unsere Herzen, sondern sie zerstören unsere göttliche Natur. Also sie wälzen eigentlich damit den Islam komplett um. Ihr kennt doch die Hadithe von Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, in denen er sagt, wer morgens aufsteht und am Abend zu Bett geht und sich nicht um die Angelegenheiten der Muslime kümmert, ist nicht von mir oder ist kein Muslim. Und dann gibt es einen Hadith, der geht noch weiter. Und wer einen Mann hört, der die Muslime um Hilfe ruft und ihnen nicht um Hilfe und ihnen nicht hilft, der ist nicht von mir oder der ist kein Muslim. Rasulullah sagt nicht, wer einen Muslim hört und ihm nicht hilft oder wer einen Schiiten hört und ihm nicht hilft. Nein, er sagt, wer einen Menschen, einen Mann oder eine Frau hört und ihm nicht hilft, der ist nicht von mir. Das ist Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, der sich für alle Menschen eingesetzt hat. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Und wir haben dich nicht entsandt, außer als Barmherzigkeit für alle Welten, für alle Menschen. Nicht nur für Schia. Nicht nur für diejenigen, die bewusst um Imam Hussein alaihi sallam trauern. Also ein Muslim ist jemand, der sich für Menschen einsetzt. Ein Mensch ist jemand, der sich für andere Menschen einsetzt. Ein menschlicher Mensch, ein Insan, der seine Fitra erhalten hat. Ich will kurz ein Beispiel nennen, das, was Samah Hussein vor ein paar Tagen selber genannt hat, als er über dieses Thema gesprochen hat. Er hat gesagt, stellt euch vor, egal ob man jetzt Muslim ist oder nicht Muslim, stellt euch vor, ihr seid am Strand und ihr geht spazieren, und im Wasser seht ihr jemanden, der um Hilfe ruft. Hilfe, ich ertrinke. Ein Mensch, der in dieser Situation ist, der am Strand ist, und das macht er, ohne nachzudenken. Ohne nachzudenken, was macht er? Er versucht, dieser Person zu helfen. Sei es, dass er selber ins Wasser springt, sei es, dass er Hilfe holt, sei es sogar, wenn er nicht schwimmen kann, dass er vergisst, dass er nicht schwimmen kann und ins Wasser springt, um diese Person zu retten. Das ist die menschliche Fitra. Das ist die menschliche Natur. Der Mensch ist so, dass er anderen Menschen helfen möchte, dass er sich für andere einsetzen möchte. Und das ist das, was sie in unseren Herzen zerstören möchten. Diesen Einsatz für andere Menschen. Wie schaffen sie das? Machen wir ein Salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Wie schaffen Sie das? Wie machen Sie das? Wie schaffen Sie es, dass wir als Menschen
unsere menschliche Natur, unsere Liebe zu Allah, unserem Herzen schwächen und sogar abtöten. Sie schaffen das mit Mitteln, die wir alle kennen und auch alle benutzen und auch alle konsumieren. Und diese Mittel an sich müssen nicht schlecht sein. Also was ich jetzt gleich nenne, ist nicht gleich alles Haram. Nein, nein, das ist nicht der Punkt. Aber in gewissen Teilen oder im Detail kann es Haram sein oder sozusagen eine bestimmte Art der Nutzung oder eine bestimmte Art des Verhaltens kann natürlich Haram sein. Das sind Details, die kann man für einen anderen Vortrag aufbewahren oder die kann man auch dann in Form von Fragen dann klären oder vor allem dann in den Fatwas der Maraja nachlesen. Also wie erreichen Sie Ihre Ziele? Wie schaffen Sie es, dass wir die Liebe in uns zu Allah abtöten? Sie benutzen Musik, Musikindustrie. Sie benutzen Filme, Filmindustrie. Sie benutzen Mode, die Modeindustrie. Sie benutzen, sagen wir, Frisuren, Frisurindustrie, also Trends, was auch immer. Sie benutzen sogenannte Stars aus Musik, Film, Serien, Shows, bestimmte Shows. Sie benutzen das Internet, sei es Facebook, sei es Wikipedia, Instagram, was auch immer, YouTube, alles Mögliche, Google. Sie benutzen Zeitungen und Zeitschriften. Gut, die meisten von euch wissen nicht mehr so genau, was Zeitschriften sind oder was Zeitungen sind, aber das haben sie auch eine Zeit lang benutzt. Sie lenken die Menschen ab mit Geld, mit Reichtümern, mit Konsumgütern, Autos, Haus, Villen, was auch immer, Swimmingpool hier, Swimmingpool da, Urlaub hier, Urlaub da, Macht, Machtposition. Sie vergiften unsere Nahrungsmittel, sie verpesten unsere Luft, sie vergiften unser Wasser, sie vergiften unser Fleisch, die Fische im Meer. Sie zerstören die Natur. Und sie machen uns Angst vor ihnen, also sie machen uns Angst vor Mächtigen, sie machen uns Angst oder versuchen uns Angst zu machen vor ihrer militärischen Macht, vor ihrer politischen, vor ihrer medialen Macht. Und in manchen Ländern bedrohen sie sogar die Völker und führen auch Krieg. Nicht nur in manchen Ländern, sondern in sehr vielen Ländern führen sie auch Krieg gegen die Menschen dort. All diese Mittel, die ich gerade genannt habe, nicht zu vergessen natürlich unsere Smartphones, WhatsApp, Facebook habe ich schon genannt, die Auflösung jeglicher Trennung von Mann und Frau, jegliche Grenzen sind aufgelöst. Die Auflösung jeglicher Privatsphäre. Jeder weiß alles über jeden. Ich habe gerade mit deinem Bruder hier gesprochen und ich habe ihm gesagt, mein herzlichen Glückwunsch dazu und schön, dass du das jetzt machst und du bist jetzt noch dort und so. Alles dank Facebook. Ich muss nicht mehr mit einer Person sprechen, um etwas über sie zu erfahren. Ich kann alles in Facebook nachlesen. Alles dank dieser Mittel. Und wie gesagt, ich sage nicht, dass das alles Haram ist. Erstens bin ich nicht in der Position, zweitens ist es auch nicht so. Und drittens möchte ich nur sagen, dass wir aufpassen müssen bei der Nutzung all dieser Dinge. Sei es, wenn wir Filme, ich sage auch nicht, dass wir keine Filme gucken. Ich selber gucke Filme. Wir alle gucken Filme. Aber die Frage ist, wie gucke ich einen Film? Oder was für Filme gucke ich? Gucke ich Horrorfilme? Ist Horrorfilm zu gucken gut für mein Herz? Ich sage auch nicht, dass Horrorfilm Haram ist. Ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf, was zum Beispiel Imam Khamenei zu Horrorfilm sagt. Aber wenn ich nur vernünftig darüber nachdenke, dann weiß ich, Horrorfilme sind nicht gut für mein Herz. Weil ein Horrorfilm erzeugt in mir eine Angst, egal wie stark ich bin, erzeugt in mir eine Angst, die unvernünftig ist. Es gibt doch gar keine Zombies. Gibt's doch gar nicht. Was sind denn überhaupt? Also, nur mal um ein Beispiel zu nennen. Oder auch andere Sachen. Also es erzeugt in mir eine Angst, die unlogisch, unvernünftig ist. Und nicht nur das, sondern es erzeugt in mir auch eine Angst, die mich in gewisser Weise auch unsicher macht. Und das darf nicht passieren. Und nicht nur unsicher macht, sondern natürlich auch vom Wesentlichen ablenkt. Weil ich soll nicht vor irgendwelchen komischen Sachen Angst haben. Ich soll mich nicht fürchten. Ich soll mich auch nicht mit so einem Quatsch beschäftigen, sondern ich soll mich auf Allah konzentrieren. Und ein Horrorfilm lenkt mich in extremer Weise von Allah subhanahu wa ta'ala ab und von Vernunft und von Logik. Wobei ein Horrorfilm jetzt natürlich nur ein Beispiel ist. Also wenn ich einen Film gucke,
dann versuche ich ihn kritisch zu gucken. Warum machen Sie so einen Film? Was ist der Ziel des Films? Was wollen Sie mir mit diesem Film sagen? Oder was wollen Sie mir unterbewusst vermitteln? Die Filmindustrie, die amerikanische Filmindustrie ist so genial, die ist wirklich so genial. Eine Trauerveranstaltung, bei der wir weinen und man muss einen weinen, ist in der Weise nicht so genial. Warum? Weil die Hollywood-Industrie, die Filmindustrie schafft es, Steine zum Weinen zu bringen. Steine schaffen die zum Weinen zu bringen mit ihren Filmen. Die Kombination von Film, von Musik, mit Bildern, mit dem Filmschnitt, mit Worten. Diese Kombination beherrschen die so gut, dass selbst Menschen mit Herzen aus Stein am Ende mancher Filme weinen müssen. Das ist genial. Das ist wirklich genial. Also das muss man ihnen lassen. Aber das, was sie tun, diese Tränen, die dort entstehen, sind nutzlose Tränen. Die Menschen, die dort sterben, die leben doch noch. Oder das sind doch nur Schauspieler, das ist doch nur ein Film. Also das ist schon, wie gesagt, das ist genial. Und diese Genialität, die nutzen sie in allen Dingen. Auch in der Musikindustrie. Auch in der Musikindustrie. Und was sie dort in der Musikindustrie von sich geben, mit den Musikvideos und so weiter und so fort. Ich habe jetzt sehr viele Beispiele genannt. Jedes einzelne dieser Beispiele, also Musik, Film, Facebook, was auch immer, ist ein Vortrag für sich. Kann man in einem Vortrag für sich drüber sprechen. Was ich sagen will ist, sie nutzen all diese Dinge für Ablenkung, Ablenkung und nochmal Ablenkung, um die Menschen davon abzulenken, was wirklich wichtig ist und vor allem dazu zu bringen, dass sie nur noch über Dinge sprechen, die mit ihren eigenen Bedürfnissen zu tun haben. Ich habe jetzt kein Uhr vor mir, ich versuche natürlich die Zeit nicht zu sehr zu überschreiten. Ich bin auch fast fertig, keine Sorge. Ich habe noch, danke. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Also Ablenkung, Ablenkung und nochmal Ablenkung. Mit all diesen Mitteln. Wie gesagt, diese Mittel in Maßen zu nutzen, auf eine bestimmte Art und Weise zu nutzen. Natürlich, wir können zum Beispiel, wir nutzen alle Facebook, um auch politische Dinge dort zu verbreiten, um auch Veranstaltungen und so weiter aufmerksam zu machen. Ohne Facebook würde ich euch wahrscheinlich gar nicht kennen. Also Alhamdulillah, dass es Facebook gibt sozusagen. Dankeschön. Und sie sind nicht nur genial in dieser Sache, sondern sie sind auch sehr, man sagt, perfide oder auch hinterhältig. In ihren Filmen, weil Filmindustrie ist wirklich eines ihrer wichtigsten Mittel, neben Nachrichten und Zeitungen. Filmindustrie ist einer ihrer wichtigsten. In ihren Filmen stellen sie immer die USA oder die westlichen Mächte als Vorboten, als Ritter der Freiheit und Gerechtigkeit da. Als derjenigen, die sich für Menschenrechte und so weiter einsetzen. Und nicht nur da, sondern in all ihren Nachrichten stellen sie sich selbst so dar, dass sie sich für Menschenrechte einsetzen, dass sie sich für Demokratie einsetzen, dass sie gegen Unterdrückung sind, dass sie sich für Umweltschutz einsetzen, dass sie sich für... Es gibt diese Organisation Greenpeace, Amnesty International, also Amnesty International ist eine Gruppe, die sich für Menschenrechte vor allem einsetzt, also für Menschen, die gefangen sind in Gefängnissen und so weiter und so fort. Oder sie haben den Friedensnobelpreis erfunden und so weiter und so fort. Übrigens, Friedensnobelpreis hat bisher, also in den letzten Jahrzehnten kann ich mich nicht erinnern, dass irgendjemand den Friedensnobelpreis erhalten hat, der wirklich Frieden gestiftet hat. Also dieser Preis wurde auch an Kriegsverbrecher gegeben. Bestes Beispiel ist Obama, der hat den Preis bekommen am Anfang seiner Präsidentschaft oder seiner zweiten Amtszeit, ich weiß nicht mehr genau, wo er noch nichts gemacht hatte. Und im Nachhinein hat man gesehen, dass er schlimmer ist als Bush. Also, sie benutzen diese menschlichen Werte für sich, für ihre Dinge und sagen, dass sie das machen, dass sie sich für diese Dinge einsetzen. Aber dabei tun sie genau das Gegenteil. Sie locken uns damit und locken uns von der Wahrheit weg. Weil die Wahrheit liegt nicht bei ihnen und das Recht liegt nicht bei ihnen. Und gerade was uns betrifft, jetzt speziell uns Muslime und Islam betrifft, sind sie sehr, sehr aktiv und sehr, sehr heftig. Und das ist auch ein Thema, was uns speziell in Europa und Deutschland betrifft. Das ist
kein Thema, was zum Beispiel unsere Geschwister im Libanon, Irak oder Iran betrifft, sondern gerade uns betrifft es hier, weil hier die Medien so stark gegen uns hetzen. Also, bezüglich Islam und Muslime machen sie es so, dass sie die Nicht-Muslime gegen den Islam aufhetzen, dass sie Angst schüren, dass sie sagen, Islam ist gefährlich, terroristisch, die Muslime sind alles Schläfer, alles Terroristen, die machen oder die sagen auch sogar Taqiyya, also gerade auch bei Schiiten, sie kennen sogar diesen Begriff Taqiyya. Sie sagen sogar, wenn ein Schiit über bestimmte Themen redet, wenn er nett ist und freundlich ist und so weiter, das meint er gar nicht ehrlich, das ist nur Vortäuschung. Und bei uns Muslimen benutzen sie all das, was ich genannt habe, Filme, Musik, Facebook und so weiter, ihre Medien, um uns von unserer Religiosität abzubringen, um uns von unserer Spiritualität abzubringen, um uns von unseren politischen Aktivitäten, gesellschaftlichen Aktivitäten abzubringen. Durch das, was ich gesagt habe, und durch Täuschung. Sie sagen, ihr Muslime müsst modern sein. Kommt mal in der heutigen Zeit an. Was wollt ihr mit einer Geschichte von vor 1400 Jahren? Was wollt ihr mit Ashura? Das ist doch schon 1400 Jahre her. Was kümmert ihr euch darum? Seid modern, seid liberal. Auch ein typischer Begriff, seid liberal. Macht doch einen europäischen Islam, reformiert den Islam. Schafft doch Kopftuch ab und schafft, Alkoholverbot ab und geht doch auf Partys und was weiß ich nicht alles. Ihr müsst euch integrieren. Integration ist auch so ein Begriff. Das sind alles, wenn man so will, man nennt das Kampfbegriffe. Das sind alles Sachen, man fordert von den Muslimen diese Dinge, aber die Muslime werden das nie erfüllen können, weil egal was wir tun, das wird ihnen nie passen. Weil solange wir uns als Muslime sehen, werden sie uns immer angreifen, werden sie immer irgendwas finden. Deswegen brauchen wir gar nicht erst anfangen, um denen zu gefallen. Das brauchen wir gar nicht zu versuchen. Und mit all diesen Dingen versuchen sie, uns von Allah und von Religiosität, von Propheten, von den Ahlul Bayt, von Imam Hussein a.s. und von Imam Mahdi abzuhalten. Und hier will ich zurück, jetzt will ich den Schwenk versuchen, von unserer Zeit wieder zurück nach Karbala und nach Kufa. Imam Hussein a.s. ruft uns auf, von Ahle Karbala zu sein. Von denjenigen zu sein, die mit ihm in Karbala waren. Von seinen Gefährten zu sein. Das waren genau die Menschen, das waren diejenigen, die auf ihre Herzen geachtet haben. Die sich nicht haben ablenken lassen vom Tyrannen ihrer Zeit, von den Medien ihrer Zeit. Ihr glaubt gar nicht, wie einfach man damals die Menschen täuschen konnte. Wie einfach man damals die Menschen von Imam Ali a.s., von Imam Hussein a.s. abbringen konnte. Wenn man diese Geschichten hört, zum Beispiel auch diese Geschichte mit den Speeren, mit dem Koran auf den Speeren und so weiter, wenn wir das jetzt im Nachhinein hören, dann lachen wir und weinen wir darüber. Wie einfach die Muslime sich haben abbringen lassen von ihrem Imam. Ja, für uns im Nachhinein ist das einfach. Für die damaligen Menschen war das etwas schwieriger. Aber genauso ist es doch heute. Wenn wir 100 Jahre nach vorne gehen, 200 Jahre, 1000 Jahre nach vorne gehen und zurückschauen, dann werden wir auch weinen und lachen darüber, wie einfach sie uns in der heutigen Zeit von Spiritualität, von Religiosität, von Politik, von Einsatz in der Gesellschaft abbringen konnten. Mit so einfachen Mitteln, wie einem Film. Das ist so ein einfaches Mittel. Aber wir lassen uns trotzdem schwächen. Wie gesagt, Ahlul Karbala, die Gefährten von Imam Hussein, waren diejenigen, die auf sich aufgepasst haben. Wir müssen aufpassen, was wir essen, wir müssen aufpassen, was wir trinken, aber wir müssen auch aufpassen, was wir anschauen, was wir hören, wohin wir gehen, was wir sagen, mit wem wir uns umgeben, was wir in unserer Freizeit machen, gerade was wir in unserer Freizeit machen, das müssen wir beachten. Und Ahlul Kufa sind diejenigen, die vielleicht auch gläubig waren, so wie wir auch. Von den Feinden von Imam Hussein ist bekannt, dass sehr viele von ihnen, oder fast alle gebetet haben und sehr viele von ihnen Koran auswendig kannten und sehr viele von ihnen einen Abdruck von Sujud hatten auf ihrer Stirn. Es ist ja nicht so, dass zum Beispiel Daesh nicht beten würden oder Al-Nusra. Ist ja nicht so. Aber sie haben natürlich eine absolut falsche Version von Islam. Und diese Ahle Kufa oder auch Khawarij, was auch immer, waren vielleicht gläubig, aber sie haben nicht auf ihr Herz geachtet. Sie haben nicht auf ihr Herz geachtet. Sie haben das Oberflächliche der Religion genommen und ihre Herzen vernachlässigt.
Und sie haben so sehr ihre Herzen vernachlässigt, dass sie das Wesentliche nicht mehr erkannt haben. Dass sie sozusagen den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen haben. Imam Hussein war vor ihnen. Aber Fadl Abbas war vor ihnen. Ali Akbar war vor ihnen. Zainab war vor ihnen. Sie haben sie alle gesehen. Heute, okay, Imam Mahdi, also laut Allah, Sharif ist verborgen. Aber da haben sie alle gesehen und Imam Hussein hat mit ihnen geredet. Von face to face, würden wir heute sagen. Er hat mit ihnen geredet. Aber ihre Herzen waren blind. Ihre Herzen waren blind und taub und stumm. Weil sie nicht auf ihre Herzen geachtet haben. Sie haben sich ablenken lassen und sie haben sich einschüchtern lassen. Sie haben das hier. Das haben sie gerne genommen. Geld, Gold war es damals. Damit haben sie sich bestechen lassen. Yazid hat seiner Armee gesagt, entweder tötet ihr sie, wenn sie zu Imam Hussein wollen, oder ihr bestecht sie sozusagen mit Gold. Und so, genauso wie es damals Ahl Karbala gab und Ahl Kufa gab, gibt es auch heute Ahl Karbala und Ahl Kufa. Nicht nur in Libanon oder Syrien oder Iran, nein, auch hier in Deutschland gibt es Ahl Karbala und Ahl Kufa. Und nicht nur um uns herum gibt es Ahl Karbala und Ahl Kufa, sondern hier drin. Hier gibt es Ahl Karbala und Ahl Kufa. In unserem Herz ist das. Wir haben in unserem Herzen einen Imam Hussein a.s. und wir haben einen Yazid in unserem Herzen. Natürlich Yazid nicht, weil wir ihn lieben, sondern er ist in uns drin. Dieses Nafs, was wir vielleicht nicht immer unter Kontrolle haben. Wir haben die Wahl. Allah subhanahu wa ta'ala oder Shaitan. Rasulullah oder Abu Sufyan. Imam Hussein a.s. oder Yazid. Imam Mahdi oder Sufyani, oder um es ganz aktuell für uns zu sagen, da Imam Mahdi in der Verborgenheit ist, Imam Khamenei oder Obama. Wir haben die Wahl. Natürlich, jetzt kommen einige und sagen, aber es gibt noch ganz viele Graustufen und so weiter. Ja klar, diese Graustufen gibt es noch. Aber es kommt ein Tag, Yawma la yanfa'u malun wa la banun. Nicht nur am Tag der Auferstehung, nicht nur der Tag der Auferstehung ist derjenige Tag, an dem weder Geld, noch Kinder, noch Besitz, noch Abstammung hilft. Nein, der Tag, der kommen wird, ist auch der Tag, an dem Imam Mahdi, Sharif, erscheinen wird. Und auch an diesem Tag werden wir uns entscheiden müssen. Dann können wir nicht mehr sagen, ja, Imam, es gibt doch Graustufen. Ich bin mit dir, aber lass mich, ich gebe Geld, mehr will ich nicht. Oder ich bin mit meinem Herzen mit dir, aber gib mir keine anderen Aufgaben. Oder ich mache Dua für dich, aber ich möchte nichts weiter machen. Ich möchte meine Ruhe haben, mein Haus, meine Familie, mein Auto. Ihr kennt doch die, kennt ihr noch die Werbung? Mein Haus, mein Boot, mein Auto. Das will ich haben. Lass mich mit den anderen. Ich will nicht irgendwo hin mein Leben in Gefahr bringen. Aber die Wahl werden wir nicht haben. Wir werden entweder sagen, ja, Imam, wir sind auf deiner Seite. Wir machen das, was du von uns möchtest. Und wenn wir das nicht tun, dann machen wir das, was alle Kufer gemacht haben. Dann sind wir auf der anderen Seite. Eine andere Position wird es nicht geben. Wird es nicht geben. Da brauchen wir uns nicht täuschen zu lassen. Ich möchte zum Ende kommen. Ich hoffe, ich habe eure Nerven nicht zu sehr überstrapaziert. Heute ist auch die Nacht von Ali Akbar alayhi salam. Und alle kennen die Geschichte von Ali Akbar. Und er ist euer Vorbild. Er ist unser Vorbild. Er ist das Vorbild der gläubigen Jugend. Ali Akbar, wie alt war er? Anfang 20 vielleicht, Mitte 20? Ashbah al-Nas bin Rasul, Khalqan wa Khulukan wa Mantikan. Derjenige, der den Propheten am ähnlichsten sah, äußerlich von seinen Akhlaq und wie er gesprochen hat. Und Ali Akbar hatte ein so reines Herz, wie wir es uns kaum vorstellen können. Er hat eine Stufe erreicht in so jungen Jahren, wie wir es uns auch kaum vorstellen können. Wir haben heute sehr viele Alil Akbars. Sehr, sehr viele Alil Akbars, die sich auch opfern. Aber auch wir können Alil Akbar sein in unserer Gesellschaft mit dem, was wir hier als Aufgaben haben. Und das ist der Punkt, der entscheidende Punkt für uns. Wir können hier Alil Akbar sein mit unserem gesamten Dasein.
können wir wie Ali Akbar sein, wenn wir erkennen, was unsere Aufgabe ist, wenn wir dafür arbeiten, unsere Aufgaben umzusetzen und vor allem, wenn wir auf unsere Herzen achten. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Sallallahu alaihi wa sallam. Allahu salli ala Muhammad wa ala